Gibt es überhaupt eine Rente abschlagsfrei mit 63? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wenn es nicht so schlimm wäre, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal von Rentenbescheid24, könnte man ja herzlich über das lachen, was der Jens Spahn sich am 29. Mai 2023 hier geleistet hat. Sie haben es ja mitbekommen, Jens Spahn will die abschlagsfreie Rente mit 63 abschaffen. Und da habe ich also ganz, ganz viele Online-Artikel zu diesem Thema gelesen, unter anderem auf NTV, auf ARD, auf ZDF und ach, was weiß ich nicht noch wo. Und immer wieder taucht hier folgender Satz auf. Seit 2014 gibt es die Möglichkeit der Rente mit 63, einen früheren Rentenbezug ohne Abschläge für langjährig Versicherte. Diese Art der Rente wäre dann also sozusagen ohne Abschläge. Also ganz ehrlich, meine Damen und Herren, da staune ich schon ein bisschen auch über die Redaktionen von ARD, ZDF, NTV und Co., dass man fachlich so etwas überhaupt veröffentlichen lässt, ohne dass mal vielleicht ein Anwalt oder jemand, der von Rentenrecht Ahnung hat, hier entsprechend mal drüber schaut. Ich möchte natürlich nicht arrogant herüberkommen und sagen, oh, der Knöppel weiß alles. Aber meine Damen und Herren, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist Unfug. Es gibt seit 2014 keine Rente mit 63 ohne Abschlag. Das ist völliger Unfug. Das ist fachlich völliger Unfug. Wir haben zum 01.01.2012 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte eingeführt in das SGB VI. Und zwar damals noch unter Maßgabe 45 Jahre Wartezeit und Rentenbeginn erstmals mit dem 65. Lebensjahr. Und im Zuge von Koalitionsverhandlungen hat die SPD und die CDU im Jahr 2014 oder 2013 vereinbart, dass man dieses Renteneintrittsalter von 65 auf 63 heruntersenkt. Und so hat es Frau Nahles am 01.07.2014 gemacht. Und zwar gab es damals zum 01.07.2014 die Möglichkeit für alle Geburtsjahrgänge, ich betone für alle Geburtsjahrgänge, vor 1953 mit glatt 63 Jahren abschlagsfrei in die Rente zu gehen, wenn sie zum 01.07. die 45 Jahre Wartezeit erreicht haben und natürlich auch das Lebensalter mit 63 und auch vor dem Geburtsjahrgang 1953 geboren waren. Wer aber später geboren wurde als zum Jahr 1952, der konnte damals schon nicht mehr mit 63 in Rente gehen. Der konnte nur noch mit 63 und 2 Kalendermonaten Rente gehen. Wer 1958 geboren wurde, der kann nach geltender Rechtslage oder konnte nach geltender Rechtslage nur noch mit dem 64. Lebensjahr plus 45 Jahre Wartezeit abschlagsfrei in die Rente gehen. Es gibt keine Rente mit 63. Auch das ist ein Irrsinn. Eine Rente mit 63 als eigene Rentenart gibt es in Deutschland nicht, sondern wir haben klar definierte Altersrenten. Das ist die Regelaltersrente als erstes, als zweites die Altersrente für langjährig Versicherte, als drittes die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und als viertes, last but not least, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und der Geburtsjahrgang 1958, der ist doch schon längst durch für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wir haben jetzt heute im Jahr 2023 mit dem Geburtsjahrgang 1959 und dann im Jahr 2024 mit dem Geburtsjahrgang 1960 zu tun. Also meine Damen und Herren, es gibt keine Rente mit 63, die keinen Abschlag hat. Wer eine Rente mit 63 in Anspruch nehmen möchte, also die Altersrente für langjährig Versicherte, muss 35 Jahre Wartezeit nachweisen und wird dann einen entsprechenden Abschlag haben. So ist die Rechtslage. Meine Damen und Herren, was will ich Ihnen damit sagen? Hier wird viel über Altersrenten gesprochen von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung vom Rentenrecht haben oder die sich einfach keine Mühe geben, da mal genauer in das Gesetz reinzuschauen. Und das macht mich dann auch ein bisschen traurig und Sie verlieren hier schnell den Überblick über die tatsächliche Rechtslage. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Eine Rente mit 63 ohne Abschlag gibt es in Deutschland aktuell nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer,
eine super klasse, rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt Peter Knöppel.